Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Isagenix einen neuen Partner registriert und ja, welche Möglichkeiten es da gibt. Dafür werde ich den Bildschirm freigeben, um euch zu zeigen, wie das Ganze so aussieht. So, wenn ihr bei Isagenix einsteigt mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort, dann habt ihr gleich hier oben die wichtigsten Funktionen. Das heißt, ihr könnt eine Bestellung absenden, jederzeit eine Einzelbestellung aufgeben. Ihr könnt euer Autoship verwalten, damit ihr regelmäßig qualifiziert seid und eure Produkte bekommt. Und ihr habt hier die Möglichkeit, ein neues Mitglied anwerben. Und diesen Punkt machen wir jetzt in diesem Video. Neues Mitglied anwerben. Wir klicken da drauf. Dann fragt das System, welches Mitgliedsland. Das heißt, der erste Punkt, den wir auswählen, bedeutet, in welchem Mitgliedsland möchte ich gerne diese Person registrieren. Wenn ich da jetzt einmal drauf gehe, dann sehen wir, dass wir einige Länder zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben hier 26 Länder offen, von Australien, Österreich, Deutschland, Belgien und bis Amerika. Das heißt, wir können da aussuchen, in welchem Land ist diese Person. Und dann wählen wir aus, in dem Fall mache ich Österreich. Und gehe auf Weiter. Das heißt, ich schreibe jemanden in Österreich ein. Dann kann ich hier auswählen, entweder Vorzugskunde mit Autoship. Das heißt, die Person wird als Kunde angelegt, aber auch gleichzeitig mit einem Autoship, dass diese Person jede 30 Tage Produkte zugeliefert bekommt, qualifiziert ist. Und diese Person kann natürlich auch bis zur nächsten Lieferung in 30 Tagen die Lieferung verändern. Dass wir sie jetzt eingeben, muss dann nicht fix sein, sondern es kann von dieser Person auch verändert werden. Oder man hat hier Vorzugskunde, einmalige Bestellung, dann ist die Person, bekommt sie eine Bestellung, kann danach irgendwann ihr Autoship einrichten. Aber ich würde bevorzugen, wenn jemand wirklich Geschäft machen möchte, dass ich da gleich mit dieser Person auch das Autoship einrichte. Außerdem bekommt dann diese Person 5% auf die zukünftigen Bestellungen. Und das ist, glaube ich, auch sehr toll. Darum würde ich empfehlen, gleich Vorzugskunde mit Autoship. Dann drückt man hier auf Weiter. Das heißt, jeder wird bei Isagenix als Kunde eingeschrieben. Falls sich da jetzt jemand fragt, ich möchte ja einen Partner registrieren, jeder wird als Kunde eingeschrieben und kann dann, wenn er in sein eigenes Backoffice reingeht, dann kann er dort dann umstellen. Da ist ein großer blauer, rechteckiger Button, wo man draufklicken kann, wollen Sie Geld verdienen? Da kann man draufklicken, kann dann diese 30 Euro Jahresgebühr zahlen, um auch die eigene persönliche Webpage zu haben und sonstige Vorteile noch von Übersichten, Auswertungen. Das bekommt man alles für diese 30 Euro. Dafür hat man ein komplettes System zur Verfügung und dann ist die Person erst Partner. Am Anfang ist jeder Kunde und kann selbst in seinem Backoffice mit draufklicken entscheiden, ich möchte Partner sein und auch Team aufbauen. Ja, jetzt kommt hier Not for Resale, dass Leute, die Partner sind, die dürfen die Produkte verkaufen und anbieten, aber es darf nicht irgendwo von jemandem verkauft werden, der kein Partner ist. So, dann sehen wir als erster hier Pakete. Es sind die empfohlenen Pakete, die wir sehen für die Erstbestellung, wo man einfach sieht, dass Partner da eine echt gute Ausstattung hätten, um einmal die Produkte kennenzulernen, um sie in den eigenen Alltag zu integrieren, natürlich auch um zu duplizieren. Wenn jemand sagt, ich möchte aber meine Produkte selbst zusammenstellen, kann er das auch. Da oben kann er auf Katalog drücken. Dann hat er entweder die Isagenix individuellen Produkte, wie wir sehen, Isalin, Snacks, Isamove, die AMP-Produkte und. Kann sich natürlich auch anschauen, die einzelnen Produkte. Und hier hat er dann die Pakete, noch in der zweiten Kategorie, Weight Loss Pack oder für die Athleten oder Ultimate Pack. Einfach mal durchschauen, was da drinnen ist. Das ist extrem attraktiv, mit den Paketen zu arbeiten. Und dann natürlich auch unsere Shisha-Produkte, die Moringa-Produkte, die wir von Shisha auch in diesem System zur Verfügung haben. Aber nicht nur die Moringa-Produkte, auch das Entium-Pflaster oder den Xango-Saft und. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich hätte gerne den Supermix, dann kann er da draufklicken und kann sagen, den hätte ich gerne in den Einkaufswagen. Was toll ist, dass es ganz schöne Produktinformationen gibt. Man kann hier mehr Anzeigen gehen und man kann unten auch,
was ist Kornmoringa, was ist generell Moringa. Es stehen so viele tolle Informationen zu den einzelnen Produkten zur Verfügung. Wenn ich das möchte, kann ich die Anzahl aussuchen, kann sagen, na, ich möchte eigentlich 2 Supermix für mich, für meine Frau, in den Einkaufswagen, und dann ist da einmal die Erstbestellung drinnen. Und ich kann dann sagen, ich möchte weiter einkaufen oder ich möchte mit der Anmeldung fortfahren. Wenn ich sage, na, weiter einkaufen, ich hätte gern noch ein Produkt, dann klicke ich auf weiter einkaufen. Dann kann ich sagen, ich möchte aber trotzdem ein Paket von Isagenix. Da kann ich sagen, ich hätte gern zum Beispiel das Weight Loss Basic Pack. Dann kommt dieses Paket, und das Tolle ist, ich kann es anpassen. Ich kann es für mich so zusammenstellen vom Geschmack, wie ich es gern hätte. Wenn ich da jetzt gehe auf Anpassen, dann kann ich sagen, ich hätte gern Strawberry einmal. Ich sehe hier die Menge, die in dem Paket drin sind, 4. Da kann ich sagen, boah, Erdbeer schmeckt mir besonders gut, da hätte ich gern 2. Und ich hätte gern vom Plant-Based Schokolade auch 2. Ich kann aber auch austauschen und kann sagen, doch mehr oder weniger, nein, doch nicht das, sondern lieber noch von Vanille 1 dazu. Dann sehe ich, ich habe diese 4 Stück drinnen, und ich habe dann auch dieses Häkchen, dass ich das einmal richtig ausgefüllt habe. So, ich habe auch 2 von den Nourish drinnen, das passt auch. Und ich habe auch von Ionix, auch von diesem Saft drinnen. Wenn das so passt für mich, dann kann ich sagen, das ist super, genau das möchte ich. Ich gehe da ganz einfach auf die Menge und sage, in den Einkaufswagen. Dann kann ich das Paket genau nach meiner Geschmacksrichtung zusammenstellen. Und das ist das Tolle, dass das jetzt individuell für jede einzelne Person, für jeden einzelnen Partner möglich ist. So, wenn ich jetzt alles im Warenkorb habe, was mir gefällt, ich kann da auch hier nochmal die Menge erhöhen oder was rauslöschen, so wie es mich freut. Und dann kann ich sagen, mit der Anmeldung fortfahren. Dann komme ich zum Autoship. Beim Autoship kann ich jetzt sagen, ich hätte es gerne am 1.9., das ist gut, das ist in 30 Tagen, das ist genau das, dass ich regelmäßig qualifiziert bin. Und ich kann jetzt 2 Sachen sagen. Ich kann sagen, ich kann das Autoship mit eigenen Produkten füllen. Ich kann aber auch sagen, Erstbestellung wiederholen. Was hat das für einen Sinn, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe monatlich das Triotic für den Darm, den Supermix für mein generelles Wohlbefinden und XM Plus für mehr Energie, und das möchte er regelmäßig für den nächsten Monat im Autoship haben, dann kann ich sagen, Erstbestellung wiederholen. Dann muss ich nicht die Produkte wieder einzeln raussuchen, sondern ich gehe auf Erstbestellung wiederholen. Wenn ich das nicht möchte, dann sage ich, ich blätter einfach durch den ganzen Katalog. Und dann bin ich wieder dort, wo wir bei der Erstbestellung waren. Und dann kann ich jetzt sagen, nein, ich nehme diesmal im Autoship die Entune-Pflaster. Wichtig ist, mindestens 100 Punkte, damit man auch qualifiziert ist für Auszahlungen, für Provisionen. Wenn ich da jetzt sage, das gebe ich in den Einkaufswagen und dann gehe ich weiter einkaufen, jetzt habe ich 71 Punkte drinnen und ich sage, ich hätte noch gern zusätzlich wieder den Supermix, weil den möchte ich so und so monatlich zu mir nehmen. Dann kann ich den auch in den Warenkorb geben, in den Einkaufswagen. Dann habe ich die Produkte vielleicht drinnen, die ich in 30 Tagen nachgeliefert haben möchte, dann gehe ich mit der Anmeldung auf Fortfahren. Ich kann aber in den 30 Tagen das Autoship jederzeit ändern, wenn ich drauf komme, bah, ich hätte doch noch gern das Isolin dazu, den Shake oder andere Dinge. Kann ich jederzeit machen. So, jetzt geht es darum, wo wird diese Person, die du jetzt registrierst, wo wird die hingesetzt? Ich kann ganz einfach sagen, linkes Bein oder rechtes Bein. Ich sehe auch drunter, was habe ich Guthaben. Da habe ich 218.000 Guthaben am linken Bein. Gut, dann setze ich es eher vielleicht aufs rechte Bein, weil mir dort Umsatz fehlt. Dann kann ich sagen, rechtes Bein. Ich kann aber auch sagen, ich möchte die Einstufung anpassen. Was bedeutet das? Ich kann irgendwo ganz speziell im Team hinsetzen, wo ich möchte. Das heißt, ich gehe auf Einstufung anpassen und kann dann sagen, ich bleibe der Sponsor oder nein, ich bin nicht der Sponsor. Was hat das für einen Sinn? Es kann sein, dass jemand in meinem Team auf Urlaub ist, ich führe für ihn vielleicht das Nachgespräch und diese neue Person will sich registrieren lassen. Dann kann ich das machen über meinen Account. Ich kann bei mir alles eintippen und kann dann hier sagen, nicht ich bin der Sponsor,
sondern die Martina ist die Sponsorin und dann ist die Martina die Sponsorin von dieser Person. In dem Fall sage ich, nein, ich bleibe der Sponsor. Ja, ich bin der Sponsor sozusagen. Und dann, das ist der Anwerbesponsor, das bin ich. Und wo soll die Person jetzt drunter gesetzt werden? Wo ist der Einstufungsplatz, der Einstufungssponsor? Wo ist die Position, wo die Person dann drunter kommt? Und da kann ich auf Mitgliedssuche gehen. Und da zum Beispiel, ich gebe jetzt eine ID ein, die ich hier stehen habe. 96, da kann ich sagen, ich hätte gern bei dieser Person, gehe ich hier drauf, auf Enter drücken, dann schaut er, ob er die ID-Nummer findet. Wenn ihr euch vertippt habt, findet er die Person nicht. Ah, okay, das ist die Martina. Dann kann ich da drauf tippen und kann sagen, ich hätte gern als Einstufungssponsor die Martina. Dann kann ich wieder sagen, links oder rechts, weil bei der Martina sind ja auch wieder zwei Äste. Ich kann die unterste Person in meinen Ast nehmen und kann sagen, ich möchte dort am rechten oder am linken Ast setzen. Ich kann überall in der Struktur setzen. In dem Fall kann ich jetzt sagen, na, bei Martina, ich bleibe der Sponsor, Martina ist die Position, wo es passiert und bei ihr unten rechts, dann kann ich hier gehen auf Weiter. Und dann komme ich zu den persönlichen Daten. Ich kann die Sprache auswählen. Englisch-Deutsch in dem Fall, weil ich jemand in Österreich registriere. Wenn ich es in einem anderen Land registriere, habe ich andere Sprachen zur Verfügung. Vorname, Nachname, Adresse, Stadt, dann die Provinz wählen. Ich habe Österreich ausgewählt, dann schlagt er mir gleich die Bundesländer vor. Habe ich Deutschland, schlagt er mir dort auch die Bundesländer vor, genauso Italien und und. Dann die Postleitzahl, E-Mail-Adresse. Jeder muss eine eigene E-Mail-Adresse haben. Eine E-Mail-Adresse darf nicht zweimal vorkommen. Dann die Telefonnummer, die Vorwahl steht schon da, ist die Telefonnummer in einem anderen Land, einfach auswählen, die Vorwahl, Telefonnummer eintragen. Habe ich noch eine Festnetznummer als alternative Nummer, auch super, kann ich eingeben. Wenn ihr euch irgendwo nicht auskennt, es gibt da immer so kleine Dreieckchen, dann könnt ihr da draufklicken und dann steht eine unabhängige Nummer zur Mobilnummer. Das gibt es bei vielen Feldern, so eine zusätzliche Hilfe. Dann, wenn ihr eine Firma habt und ihr wollt die ATU-Nummer, UID-Nummer da reingeben, Umsatzsteuernummer, dann einfach hier drei eintragen, Ausstellungsland auswählen und die Nummer eintragen. Dann der Benutzername. Der Benutzername, den ihr auswählt, der ist dann der Name, mit dem ihr euch auch registriert, wenn ihr in euer Backoffice einstellt. Wenn ihr irgendwann Partner werden wollt, dann bekommt ihr auch eine persönliche Webpage. Das könnt ihr ja dann euch im eigenen Backoffice draufklicken, ich möchte Partner sein statt Kunde. Wie vorher schon gesagt, es ist jeder am Anfang Kunde. Da könnt ihr dann eine persönliche Webpage aussuchen. Hier ist es der Benutzername. Nur aufpassen, der Benutzername darf dann nicht gleich sein mit dem Namen für die Webpage. Das heißt, es darf nicht Gerhard Klenner der Benutzername sein und Gerhard Klenner auch dann die persönliche Webpage heißt. Dann habe ich hier gewählt G-Klenner für den Benutzername und Gerhard Klenner zusammengeschrieben, ist dann mein persönlicher Webshop. Also Benutzername eingeben und dann schauen, ob er verfügbar ist. Gerhard 123, wir schauen einmal, ist der verfügbar? 1234 habe ich sogar genommen. Ja, Benutzername ist verfügbar. Wenn er nicht verfügbar ist, dann sagt euch das das System. Aber ihr könnt auch hier immer draufklicken auf die Hilfe. Es steht auch hier mindestens 6 Zeichen. So, jetzt zum Passwort. Passwort, ich kann eins eingeben, wenn ich jetzt irgendwas eingebe und sage, ich bestätige das noch einmal, dann wird er vielleicht sagen, jetzt mache ich es absichtlich so, das Passwort ist nicht gleich und es erfüllt nicht die Kriterien. Jetzt kann ich wieder auf Passwort hier draufklicken und sagen, was stimmt nicht? Ah, ich brauche einen Groß- und Kleinbuchstaben, ich brauche ein Sonderzeichen, ich brauche eine Zahl zwischen 8 bis zu 20 Zeichen. Dann Passwort unterscheidet sich vom Benutzernamen. Es darf nicht der Benutzername sein, das Passwort. Und es gibt Kriterien, das seht ihr aber hier. Und dann, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann geht ihr einfach auf Zustimmen hier, auf Einwilligen und dann kommt ihr auf die nächste Seite, wo ihr dann diese Anmeldung und eure Produktbestellung bezahlen könnt. Das geht mit Kreditkarte, mit SEPA und mit PayPal. Ich gehe da jetzt nicht weiter, weil sonst ist eine Person angelegt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn Fragen entstehen, geht bitte auf euren Sponsor, auf eure Upline zu, um euch da Hilfe zu holen. Aber probiert das selbst einmal durch, weil wenn ihr jemand einschreibt, dann wäre es doch super, wenn ihr dann schon fit seid. Und ich glaube, das ist wichtig, sich auch vorzubereiten,
auf die nächsten Partner, die ihr registriert und dass ihr euch dabei dann wohlfühlt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Alles Gute!